So Leute, ich habe gesagt, ich bringe ab jetzt immer ein paar Videos. Jetzt starten wir durch. Meine Schlüsselbeinfraktur, was ich ein ganzes Jahr gezogen hat, ist mittlerweile endlich komplett zusammengewachsen. Ich habe vor 3-4 Wochen jetzt wieder locker angefangen mit Sport, viel Gym, Rennradfahren, bla bla bla, um einfach wieder fit zu werden. Und jetzt geht es endlich wieder los mit der Action. Bin jetzt gestern runtergefahren, hier nach Ottobiano, nach Italien zum Motocross fahren. Habe gestern einen kurzen Stopp gemacht in Bozen zum Downhill fahren. Und jetzt steht auf dem Plan einfach mal 3-4 Tage Motocross, um wieder ein bisschen Fahrgefühl zu bekommen, ein bisschen die Arme zu trainieren, Oberkörper zu trainieren und ja, einfach eigentlich auch Spaß zu haben. Und werden mit Sicherheit harte Tage, aber wird auf jeden Fall geil. Erwartet von den Videos nicht zu viel Qualität, ist alles bloß mit dem Handy und GoPros gefilmt, aber so seht ihr einfach den Alltag und jetzt geht's ab. Fuck, ich kann es euch sagen, ich bin jetzt die zweite Einheit gefahren. Ein Jahr kein Motocross zu fahren, lügt nicht. Meine Arme platzen. Was immer das, dass ich jetzt mittlerweile nach zwei Runden schon eigentlich einen Lenker nicht mehr halten kann. Und hier. Dick und hart. Hear what you sing? Oh, la, na, 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 na. It's mean. It's time for the beer. Tag 2 beim Italien-Trip. Gerade ein bisschen Frühsport gemacht. Jetzt machen wir Frühstück. Die meisten draußen sind schon am Fahren. Ich bin ein bisschen, wie meistens, ein bisschen langsamer morgens. Aber habe keinen Stress. Aber habe keinen Stress. Aber habe keinen Stress. Alles easy. Buongiorno, good afternoon, good evening, добрый день, добрый вечер. We are here, direct from Italy, motocross. Woo! Diretto del motocross italiano con Johannes Fischbach, è un sportsman alemán tedesco che viene dall'Alemania qua per fare un poco di motocross, però lui lo preferisce perché lui è un biciclista, allora lo preferisce il bike, però volevo provare un poco di motocross too. Thank you.
von mir jetzt hier nur ein halbes Stündchen aus. Letzten Sonnenstrahlen. Und dann geht es morgen weiter. Ich hoffe, dass ich irgendwie aus dem Bett komme, vor lauter Körperschmerzen morgen wahrscheinlich. So, ich bin doch irgendwie aus dem Bett gekommen. Es ist jetzt ungefähr 8:30. Ich mache ein bisschen meinen Frühsport. Halbe Stunde laufen, ein paar Übungen, ein bisschen Aktivierungstraining. Ja, danach frühstücken und dann geht's schon wieder aufs Moped. Ne? Tag 3. Ich muss sagen, ich bin ganz schön am Limit. Ich bin jetzt immer auf der internationalen Strecke gefahren, die nur ein bisschen härter ist. Ich krieg meine Arme nicht mehr auf und zu. Ich bin am Limit. So, ich bin durch. 3 Tage Motocross in Ottobiano sind vorbei. Die ersten Gebrauchsspuren sieht man mal wieder. Überall ein bisschen. Dauert, bis überall wieder ein bisschen Hornhaut wächst. Aber das wird schon. Jetzt gibt es einen Ruhetag und wir fahren weiter nach Sanremo für ein paar Tage Downhill. So, am Schluss eine Preisfrage. Wo bin ich? Dusche oder Klo? Italian Motocross. Yeah.